Ich möchte jetzt gleich übergeben an Herrn Dr. Fankhauser aus der Schweiz. Zunächst erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben. Und darüber hinaus Sie ganz kurz vorstellen, Herr Dr. Fankhauser ist Apotheker und ist sicherlich einer der führenden Experten, ich darf ruhig sagen weltweit, der sich auskennt mit dem Thema Geschichte, Cannabis und Medizin. Ich hatte es ja ganz kurz angedeutet, das Gesetz ist neu, aber Cannabis ist natürlich nicht neu. Und da ist es, glaube ich, gut und wichtig, ein klein bisschen nicht zu wissen, was haben denn unsere Vorfahren und Vorvorfahren schon mit Cannabis gemacht? Seit wann haben wir das in unserer Kulturgeschichte? Und das dürfen wir dich sicherlich auch in unseren Erfahrungsschatz heute mit aufnehmen. Von daher freuen wir uns sehr, dass Sie heute hier sind. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Freut mich sehr, dass ich zu Ihnen sprechen kann. Ich habe zuerst den Titel schon ein bisschen abgeändert. Sie sehen das. Zur Geschichte und auf dem Proberang steht die Geschichte. Also wenn die Geschichte von Cannabis wurde noch nicht geschrieben, oder? Und wenn sie geschrieben wäre, könnte ich die nicht in einer halben Stunde erzählen. Wir begeben uns ein bisschen auf Spurensuche. Jede Rauschdroge wurde an verschiedenen Orten erst entdeckt. Sie sind wie alle Genussmittel uralte Begleiter des Menschen. Ihre Herkunft wird mythisiert. Von Behringer oder wenn man der bekannte Cannabis-Kenner Hans-Jürgen Behr nimmt, das finde ich sehr schön. Die Geschichte des Hanfs ist eine unendlich lange Treppenflucht, deren untere Etagen aus deprimierend wenig gesicherten Tatsachen und umso mehr Vermutungen bestehen. Finde ich sehr, sehr schön. Das gilt auch heute noch. Also älteste Quellen, und zwar älteste Quellen bezüglich Medizin. Es gibt natürlich viel, viel ältere Quellen, was Faserhanf betrifft, Samen, die man gefunden hat. Aber was die Medizin betrifft, ist das älteste Dokument, das man kennt, aus China, etwa 2800 vor Christus, das diesem Kaiser Shengnong zugeschrieben wird. Und dort sind tatsächlich erste Anwendungen, Rezepte von Cannabis beschrieben. Wir gehen weiter im Schnelldurchzug bei der alten Geschichte. Indien, etwa 800 vor Christus, scheint die Pflanze von China nach Indien gelangt zu sein. In Indien ist Cannabis, war Cannabis und ist Cannabis immer ein großes Thema gewesen in der indischen Volksmedizin. Und das hat sich gehalten bis heute. Und Indien, wir kommen da darauf, war quasi auch das Ursprungsland, wo dann indischer Hanf nach Europa kam. Hier das Wort Bang. Sehen Sie das auf der linken Seite, Bang, Bangshop, das ist ein zeitgenössisches Bild. Bang ist eine spezielle Form von Cannabis, sind die Cannabisblätter eigentlich. Also das Cannabiskraut, nur die oberen Blätter, das bezeichnet man als Bang. Wir gehen nach Ägypten. Sie sehen hier so ein Papyri, das Papyrus Ebersee, ein bekanntes Papyri, das man gefunden hat. In Ägypten war Cannabis bekannt als Heilmittel, zum Beispiel in der Frauenheilkunde. Ob das links, Sie sehen dort so eine Gottheit abgebildet, auf dem Kopf so ein Cannabis-ähnliches Gebilde, ob das wirklich Cannabis darstellt. Die einen sagen ja, die anderen nein, man weiß es nicht genau. Aber es gibt Rezeptformulare, Rezeptformulierungen aus Ägypten, das ist klar. Wir gehen weiter zu den Skythen. Das ist so ein iranisches Reitervolk, das um das Schwarze Meer gelebt hat. Und die Skythen, die hatten so verschiedene Rituale, die bekannt waren, auch unter anderem mit Cannabis. Also das heißt dort, dass sie da die Cannabisblüten auf glühende Steine warfen und sich dann berauschten daran. Auch dort ist sehr viel Mythologie vorhanden, aber es wird immer wieder ins Feld geführt, dass eben die Skythen bereits sich mit Cannabis berauscht hätten. Sie sehen hier so eine Übersicht. Links sehen Sie die Epoche der Medizin, die entsprechenden Personen dazu. Und in der rechts so quasi Cannabisrot hat man Cannabis verwendet. Wir kommen jetzt gleich darauf noch. Ich gehe jetzt in die Antike, weil wir verlassen jetzt, wir gehen jetzt in die abendländische Medizin. In der Antike war Cannabis bekannt als Heilmittel, aber es hatte nie die Bedeutung wie zum Beispiel Opium.
Es wurde angebaut, es wurde verwendet, für Rauschzwecke kaum, es gibt einzelne Hinweise, aber es war ein geschätztes Arzneimittel, aber wirklich nicht so verbreitet. Sie sehen hier von Dioskorides, der hat 50 nach vor Christus eigentlich gelebt und er hat Cannabis als einer der ersten beschrieben in einer abendländischen Arzneimittellehre. Und Sie sehen auch bereits Hinweise, eben grün zu Saft verarbeitet, eingeträufelt ist ein gutes Mittel gegen Ohrenleiden. Das Ohrenleiden, das kommt immer wieder, das ist so ein bekanntes, oder war ein bekanntes Mittel, dass es gegen Ohrenschmerzen helfen soll. Das ist die älteste bekannte Abbildung, die man kennt, auch von Dioskorides, 500 nach Christus. Also es hat ein wunderbares Werk, dieser Wiener Kodex, ist entstanden, 500 nach Dioskorides, wo diese Pflanzen, die er beschrieben hat, vorher super schön abgebildet sind. Und hier sieht man Cannabis, das wäre jetzt ein Cannabis-Männchen, Sie sehen das oben an den Blütenständen. Wir gehen in die arabische Welt. Hashishat al-Fokara heißt eigentlich das Kraut der Fakire. Also in der arabischen Welt war Cannabis immer ein wichtiges Berauschungs- und Heilmittel. Und anders als eben in der Antike, in der römischen Zeit, hat Cannabis dort eine enorme Bedeutung als Arzneimittel gehabt. Also die bekanntesten arabischen Ärzte führen Cannabis immer wieder als wichtiges Heilmittel auf. Wir machen einen Sprung ins Mittelalter zu Hildegard, diese Äbtin, diese in Deutschland ja gelebt hat. Und sie hat eine schöne Beschreibung von Hanf gemacht. Ich lese Ihnen dann jetzt nicht alles vor, aber das war in ihrer Physika, das ist das Werk, eines der Werke, das sie geschrieben hat. Und dort wird der Hanf sehr, sehr schön porträtiert. Und Sie sehen, unten steht, wer Kopfweh und ein leeres Gehirn hat, dem erleichtert der Hanf, wenn er ihn isst, deren Kopfschmerz. Wir machen wieder einen Sprung, fast 400-500 Jahre zu Paracelsus, auch unser Schweizer Arzt. Auch er hat Cannabis verwendet, wenngleich nicht sehr populär in seinen Werken. Aber immerhin dieses sogenannte Arcanum Compositum, ein Arcanum, das war ein wichtiges Mittel für Paracelsus. Und da kommt unter anderem auch Cannabis-Samen eigentlich als Bestandteil von Rezepten vor. Wobei, wenn Sie dann das weiterlesen, stoß und misch sie zusammen, lass die gerieren in deiner Sonnen- und warmen Mist und so weiter und so fort. Also es ist nicht sehr appetitlich, dieses Rezept. Das ist so ein Beispiel zeitgenössisch mit Paracelsus, diese Kräuterbücher, die entstanden sind im Zusammenhang mit dem Buchdruck von Gutenberg, haben die Ärzte ihre Pflanzen sehr schön abgebildet und eben diese Bücher wurden dann natürlich, trugen sehr groß dazu bei, dass sich die verbreiten konnte. Sie sehen ein Beispiel, Fuchs, bekannter Botaniker. Also Sie könnten alle diese Botaniker, also die Väter der Botanik, Fuchs, Matthioli, Gessner und wie sie alle heißen, alle diese haben Cannabis sehr, sehr schön abgebildet, aber sie haben eigentlich wenig Neues gebracht. Sie haben quasi die Indikationen von Galen, von Hippokrates, von Avicenna übernommen. Also wirklich Neues haben sie nicht eingebracht, aber sehr schöne Abbildungen. Hier sind so Beispiele, wobei die sind ein bisschen neuer, das ist so 18., 19. Jahrhundert, habe ich da mal von ein paar Arzneibüchern wunderschöne Abbildungen einfach dargestellt. Dass Sie sehen, also das war einfach ganz normal in dieser Zeit. Jetzt passiert etwas Entscheidendes, ich habe das da überschrieben, Orient trifft Okzident. Also bis jetzt sprechen wir eigentlich bis Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich von Cannabis sativa, also vom Faserhanf. Jetzt beginnt die Phase, wo indischer Hanf, ich erkläre das gleich, nach Europa kommt. Und zwar einer der ersten, der so gewisse Hinweise macht, war lustigerweise Samuel Hahnemann, also der Begründer der klassischen Homöopathie. Er schreibt unter anderem, wobei es ist eine Übersetzungsarbeit, die er gemacht hat. Das Werk stammt nicht von ihm, das ist dieses Endingburger Dispensatorium, also ein Arzneibuch aus England. Obgleich bisher bloß die Samen im Gebrauche gewesen sind, so scheinen doch andere Teile der Pflanze wirksamer, andere Teile, sprich das Kraut, Blätter, wirksamer zu sein und verdienen unsere höhere Aufmerksamkeit. Richtig beginnen tut es eigentlich mit
diesem Herrn, und zwar dieser Pierre Sonnera, das war ein Botaniker, ein Orientreisender, und der hat aus der arabischen Welt, er hat auch Indien bereist, hat der Cannabis Indica, eben indischer Hanf aus Indien mitgenommen und unter anderem das an Lamarck gegeben. Lamarck war ein französischer Botaniker, er hat das untersucht und gefunden, ja, das ist Hanf, das kennen wir, aber es ist doch irgendwie anders. Und das war eigentlich der Grund, dass Lamarck als erster den Begriff Cannabis Indica erfunden hat. Sie sehen hier diese zwei Pfeilen, Sie können es nicht lesen. Aber so um 1810 hat er gesagt, es gibt nicht nur Cannabis Sativa, dieser Begriff ist von Linne, also angebauter Hanf. Nein, es gibt auch eben indischer Hanf, Cannabis Indica. Und es ist ja heute noch so, die moderne Botanik unterscheidet das eigentlich ja nicht mehr. Aber wenn man von indischem Hanf spricht, meint man eigentlich ursprünglich Hanf, der aus Indien kommt. Und heute ist quasi ein Synonym noch für Rauschhanf oder für Drogenhanf. Und der andere ist quasi Faserhanf. Aber botanisch ist es eigentlich nicht korrekt. Das ist zu einfach. Die heutige mögliche botanische Klassifizierung sehen Sie hier. Also man sagt, es gibt eigentlich nur eine Gattung Cannabis, eine Art Sativa, eben Indica ist nicht eine Art, und dann gibt es diese verschiedenen Unterarten. Wobei also zur Botanik eben, es gibt ganze Bücher, die sich nur mit Botanik beschäftigen. Aber man kann sagen, jeder Cannabis, ob er für Rauschzwecke, ob er für medizinische Zwecke, ob es ein Faserlieferant ist, ist eigentlich ein Cannabis Sativa. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Kreuzungen und Unterarten und so weiter. Aber eigentlich Cannabis Indica, das ist nicht korrekt, botanisch, wenn man das so verwendet. Jetzt beginnt das langsam. Sie sehen hier in Berlin zum Beispiel, hat das Hoflandjournal, haben die geschrieben, dass das Extraktum Cannabis gebraucht wurde bei Tussis convulsiva, also schlimmen Husten, Krampfhusten oder dann unten auch mehrere Ärzte, auch Hahnemann, geben das weinige Extrakt gegen mancherlei Nervenbeschwerden und so weiter. Also man sieht jetzt, langsam kommt man weg nur vom Cannabis, von den Cannabis-Samen. Sie sehen dann gleich ein Bild dazu, weil bisher eben war wirklich in Europa nur Cannabis-Samen beziehungsweise das daraus gewonnene Öl bekannt. Der Cannabis-Extrakt, indischer Hanf, noch nicht. Der erste, der das beschrieben hat, dieser indische Hanf, war ein Deutscher, das ist ein Botaniker und Apotheker, der hat seine Abhandlung über den indischen Hanf geschrieben, etwa so um 1830, dieser Theodor Friedrich Ludwig von Esenbeck. Jetzt beginnt es eigentlich richtig mit diesem Herrn, das ist William O'Shaughnessy, das war ein irischer Arzt, der war in Indien stationiert. Und er wurde eigentlich bekannt, weil er eine Telegrafenleitung gezogen hat quer durch Indien. Das hat ihn sehr populär gemacht. Und er hat aber auch die Erfahrung gemacht, dass die indischen Ärzte Patienten eben mit Cannabis behandeln. Und zwar bei Erkrankungen, die bei uns schlecht behandelbar waren. Viele Schmerzpatienten, Krämpfe, Tetanus, andere Cholera, andere Infektionskrankheiten, was man damals natürlich noch nicht wusste. Das ging noch 50 Jahre. Aber er hat dann selber so Untersuchungen gemacht und das veröffentlicht unter diesem Titel On the Preparation of the Indian Hemp or Ganja. Ganja sind die weiblichen Blütenstände. Und hat das hier veröffentlicht in Europa und das hat wirklich für Furore gesorgt. Plötzlich haben sich andere dafür interessiert, unter anderem Jacques-Joseph Moreau-Dutour. Er ist einer der Begründer der experimentellen Psychiatrie. Und er hat so einen lustigen Club gegründet, diesen Club des Assassins in Frankreich. Da haben sich sehr bekannte Literaten, Künstler getroffen, einmal im Monat im Hotel Bimodo in Paris, und die haben zusammen gekifft, muss man sagen, oder Haschisch gegessen. Und die haben diese Erfahrungen dann mitgeteilt, die haben das veröffentlicht. Und das hat schon auch dazu beigetragen, es waren auch Ärzte dabei, dass sich das ein bisschen popularisierte. Stichwort popularisierte, vor allem die Studie von diesem irischen Arzt vorhin hat dazu geführt, dass plötzlich sehr viele Arbeiten über Cannabis erschienen sind. Sie sehen hier eine französische Arbeit, Ashish Des, also eine Doktorarbeit, hier über den Starkrampf und den indischen Hanf von Basilus Beron.
Also in der Zeit so ab 1850 bis 1900, da sind unzählige solche Arbeiten erschienen. Die Arzneilehren waren plötzlich voll mit Cannabis-Rezepten. Also Cannabis konnte sich etablieren. Hier ein Beispiel eines deutschen Arztes, der hat auch so eine Zusammenfassung pharmakologisch-medizinischer Studien über den Hanf. Und interessant, er schreibt unter anderem, dass eben dieses wichtige Arzneimittel, er nennt das so, es sei ein wichtiges Arzneimittel, um 1856. Der Bernhard Frohmüller aus Fürth, der hat unglaublich, aber war damals bereits eine Studie durchgeführt mit exakt 1000 Patienten. Er hat 1000 Patienten Cannabis gegeben bei verschiedenen Formen von Schlafproblemen und das dann, also aus heutiger Sicht, also ich habe gestaunt, ich habe diese Studien gesehen, die Patienten alle aufgeführt und sein Fazit war, der indische Hanf ist unter den bekannten betäubenden Mitteln dasjenige, welches eine den natürlichen Schlaf am vollkommenste ersetzende Narkose erzeugt. Cannabis kann sich etablieren in den Arzneibüchern, in den Pharmakopöen, also in den offiziellen Büchern, die die Apotheker und die Ärzte verwenden, und zwar weltweit in der westlichen Medizin. Sie sehen hier eben diese Zusammenstellung, die Sie vorhin ein bisschen angetönt haben. Sie sehen unten die Zeitperiode, links quasi die Prozent, und Sie sehen, wie sich das geändert hat. Also rot, das steht für Semen fructus, also für die Samen, blau, für Öl, das aus den Samen gewonnen wird, dann gelb, Herba, also das ist das Kraut und eine Tinktur, eine alkoholische Tinktur daraus und dann noch das Extrakt. Und Sie sehen wunderschön, dass zu Beginn eigentlich nur eben die Samen gebraucht wurden und das daraus gewonnene Öl und eben ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit dieser Studie von O'Shaughnessy hat sich dann das Herba, das Kraut und die Extrakte, die Tinktur daraus entwickeln können. Also man kann das hier wunderbar ablesen. Ich habe gegen 400 Pharmakopöen angeschaut, noch ohne Internet damals. Es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich die alle gesichtet habe. Und das gibt wirklich bildet ein sehr schönes Bild ab. Jetzt kommen wir zu ein paar Präparaten. Also natürlich die Industrie hat sich interessiert dafür, dieses Cannabin ist eigentlich das älteste Präparat, wobei nicht das da hier steht, sondern das von Smith, da habe ich kein Bild davon. Cannabin war ein Fertigpräparat, das in verschiedenen Zusammensetzungen auf den Markt kam. Aber Sie sehen hier die Jahrzahl 1846, also schon quasi unmittelbar als Cannabis indischer Hanf in Europa bekannt wurde, hat man sich um Präparate bemüht. Sie sehen hier so ein wichtiges, das Chlorodyn, war ein Schmerzmittel, kombiniert mit Morphin und das war in der USP, das ist die amerikanische Pharmakopoe, war das offiziell, also es wurde aufgenommen als Präparat. Und das hat schon was geheißen, also die Pharmakopoe ist eigentlich immer ein Spiegel ihrer Zeit, oder? Und also heute kennt man das eigentlich nicht mehr, dass solche Präparate aufgenommen werden direkt in ein Arzneibuch. Sie sehen hier ein paar Beispiele von Anzeigen, Inseraten, unten die Firma Merck. Die Firma Merck war absolut spezialisiert, auch für Cannabis. Das Cannabin Tannicum war so ein Halbfabrikat, das die Apotheker weiterverarbeitet haben. In der Mitte sehen Sie Haschisch, Hühneraugenmittel. Diese Hühneraugenpräparate waren sehr, sehr populär. Oder dann eben diese Asthma-Zigaretten. Ich zeige Ihnen gleich ein Bild davon. Zuerst noch ein anderes Bild. Wir haben solche Präparate, die stehen bei mir zu Hause, das war vor 100 Jahren, war das einfach absolut normal, dass man solche, Sie sehen hier Haschisch oder Extraktum Cannabis, Spissum auf der linken Seite, das war eigentlich eben normal vor 100 Jahren. Das Betäubungsmittelgesetz gab es noch nicht. Hier sehen Sie andere aus der Sammlung Tschirch in Bern. Das wäre eben so ein typisches Präparat, diese Asthma-Zigaretten. Diese Grimaud-Zigarette-Indien waren sehr, sehr populär, nicht nur in Frankreich, die wurden auch in Deutschland, Schweiz verordnet. Hier sehen Sie so typische Tinkturen, Extrakte, das sind jetzt amerikanische Präparate. Das war der Blockbuster, also das war das bekannteste Mittel, das bestverkaufte Mittel in Europa, das Bromidia, war
Cannabis ein Bestandteil davon, aber nicht nur. Es hat andere Inhaltsstoffe auch. Ich habe etwa 110 Präparate gefunden, die in der Zeit von 1880 bis 1950 im Handel waren, die in irgendeiner Form Cannabis enthalten haben. Zum Teil nur ganz wenig, die meisten sind eben Kombinationspräparate. Man sieht, für was, dass man die gebraucht hat, blau, Schlafstörungen, Sedierung, Depression, eigentlich Indikationen, wo man heute gerne die Finger davon lässt. Asthmamittel fallen ins Gewicht, ist heute fast vorbei. Und so weiter. Sie können das selber als Schmerzen, das ist natürlich Pain, das ist natürlich das Hauptthema heute, oder? Die pharmazeutisch-chemische Industrie hat sich auch interessiert. Sie sehen hier beispielsweise Hoffmann-LaRoche. Die haben um 1814 ein Verfahren patentieren lassen, um die Bestandteile von Cannabis Indica zu isolieren. Ich weiß nicht, ob Sie das Patent noch haben, vielleicht nehmen Sie es dann wieder hervor. Jetzt Cannabis verschwindet. Warum? Medizinischer Fortschritt. Es gab plötzlich viel, viel bessere Medikamente. Praktisch für jede Indikation, wo man Cannabis anwenden konnte, gab es plötzlich Besseres. Denken Sie an die Schmerzmittel, die Barbiturate, Impfstoffe und so weiter. Also so um die Jahrhundertwende ging es schon rapide bergab mit Cannabis. Dann pharmazeutisch-galenische Problematik. Die Präparate waren nicht stabil. Man konnte zum Teil Präparate kriegen, die zu stark wirksam waren und andere, die sehr fast keinen Inhaltsstoff enthielten. Das hat damit zu tun, dass man die Präparate damals eben noch nicht standardisieren konnte. Dann die rechtlichen Einschränkungen. Langsam kommt Cannabis in die Mühlen des Betäubungsmittelgesetzes. Dann die wirtschaftlichen Aspekte. Kriege, Erster Weltkrieg beispielsweise. Es war schwierig, indischen Hanf eben aus Indien zu importieren. Sie sehen hier von Deutschland ganz, also zur Geschichte der Betäubungsmittelgeschichte. Sie sehen eigentlich bis 1925 ist diese Genfer Konvention, war Cannabis frei. Cannabis frei verkäuflich. Dann wurde es betäubungsmittelpflichtig, rezeptpflichtig, aber noch nicht verboten. Also Ärzte konnten es weiterhin verordnen. Das war eigentlich juristisch gesehen erst dann 1961, dieses Einheitsübereinkommen, diese Single Convention. Und dann eben ab 1998 Dronabinol, dann das Nabiximol, jetzt eben Cannabisblüten und das Nabilon. Und jetzt werden wir sehen, wohin die Reise dann geht. Die Suche nach dem aktiven Prinzip, ich habe Ihnen da mal ein bisschen aufgeführt, dass man sieht, dass das eben ein Prozess ist, bis man so einen Wirkstoff findet. Und das beginnt schon so eben auch Mitte des 19. Jahrhunderts, diese verschiedenen Stoffe, die Sie da sehen. Interessant, 1940, das Cannabidiol. Das Cannabidiol wurde eher entdeckt und isoliert als das THC. Das THC wurde zwei Jahre später eigentlich entdeckt, aber erst 1964 konnte man das isolieren. Also das ist jung. Oder wenn man vergleicht zum Beispiel mit Morphin, Morphin kennt man seit 1804, die Struktur. Also es ist sehr, sehr lange gegangen, bis man den Hauptwirkstoff entdeckt hat. Jetzt, was ist passiert? Eben Betäubungsmittel, es wurde verboten und Sie sehen hier so bildlich dargestellt, eigentlich von 1950 bis 1990, würde ich jetzt mal so sagen, therapeutisch eine Wüste. Cannabis geriet in Vergessenheit, natürlich wurde weiter geforscht und so, aber eigentlich für die Patienten nicht mehr zugänglich. Auch die Ärzte haben sich nicht mehr damit beschäftigt. Hedonistisch, rekreativ, sprich Kiffen, natürlich ganz anders, oder? Also das ist dann richtig losgegangen mit Flower Power, aber ja, vielleicht eine Bemerkung dazu. Kiffen ist auch ein junges Phänomen, oder? Kiffen in Europa bis 1950 eigentlich mehr oder weniger, bis 60 fast, unbekannt, oder? Also das Verbot war eher als, es war nicht so, dass das Verbot kam, weil es ein Problem gab mit Kiffen, es ist genau umgekehrt. Jetzt ein neues Zeitalter beginnt, da hören wir jetzt sehr viel gleich von Herrn Lutz über das Endocannabinoid-System. Ich bin froh, dass er das dann erklären muss, nicht ich. Das ist so ein hochkomplexes System. Sie werden das gleich sehen. Und das ist eben auch relativ jung. Das wird er jetzt sicher gleich erklären. Diese CBD-Rezeptoren, also die Andockstellen, die kennt man doch nicht so lange, seit den 90er Jahren.
und auch die körpereigenen, die sogenannten Endokannabinoide, ist ein junges Gebiet, aber ein sehr, sehr wichtiges, das viel dazu beigetragen hat, auch dass wir heute da sind. Eben, es wird langsam chemisch, sehr, sehr viele Strukturen werden aufgeklärt, wurden und werden. Es gab auch Rückschläge. Es gab zum Beispiel schon vor ein paar Jahren ein CB1-Rezeptor-Antagonist, also ein Medikament, das den CB-Rezeptor blockiert. Hatte man riesige Hoffnungen. Es war vor allem ein Mittel, um abzunehmen. War ein hervorragendes Mittel, hat super gewirkt. Wegen Nebenwirkungen aus dem Handel genommen, dann wieder wurde es zurückgezogen. Unter anderem Depression, höhere Selbstmordrate. Eben, es gab auch solche Geschichten. Jetzt ist die Tendenz, ich habe vorhin die Chemie gezeigt, eher wieder zurück zur Natur, gerade hier in Deutschland. Das ist übrigens unser Feld in der Schweiz. Das gehört uns, also wir in der Schweiz können, also wir könnten liefern aus der Schweiz. Bei uns ist der Anbau nicht verboten, oder? Wir haben jetzt letztes Jahr einfach nur am Rande, wir haben letztes Jahr 1000 Pflanzen angebaut, fast eine Tonne Marihuana geerntet und daraus machen wir unsere Präparate, Cannabis-Tinktur, Cannabis-Öl, nebst dem Dronabinol, was bei uns in der Schweiz möglich ist. Aber mit Ausnahmegenehmigung. Ja, ein Etappenziel, denke ich, aber die Reise geht jetzt weiter. Und das wäre so mein Schlussstatement. Schon vor 100 Jahren hat dieser Hastings Burroughs geschrieben, in therapeutischen Dosen ist der indische Hanf ungefährlich und hätte es verdient, vermehrt benutzt zu werden. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das ist noch ein Bild von unserer Apotheke. Wir hätten Zeit für ein, zwei kurze Fragen. Die Frage war, welche Bedeutung die Prohibition in Amerika hatte. Also die hat ganz sicher eine entscheidende Bedeutung. Es ist ja so, dass die Alkoholprohibition eigentlich gescheitert war in den USA und dann quasi Cannabis herhalten musste. Also man hat sich dann auf Cannabis eingeschossen. Herr Anslinger ist eigentlich bekannt. Und das hat sicher dazu geführt, dass politisch Druck entstanden ist. Also man sagt auch in der Schweiz beispielsweise, dass die Schweizer Behörden Cannabis aufgenommen hat ins Betäubungsmittelgesetz und dass es nachher verboten wurde. Das ist rein politischer Druck von außen gekommen. Weil es gibt interne Papiere unseres Bundesrates, unserer Vollzugsbehörde, die eigentlich geschrieben haben, eigentlich sei es gar keine Notwendigkeit, dass man das verbietet. Aber so quasi, man will es mit den guten Nachbarn nicht, man will sich nicht bekriegen und dann hat man das eigentlich aufgenommen. Aber es ist ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Also, dass ich denke, die Situation, die wir heute haben, dass es eben in diese Mühlen des Betäubungsmittelgesetzes und dann verboten wurde und jetzt man so Mühe hat, dass das wieder rauszukriegen. In Deutschland sieht man jetzt, wie mühsam das ist. War Herr Anslinger wahrscheinlich schon auch mitbeteiligt. Die Frage war nach dem Cannabinoidgehalt der Pflanzen im letzten Jahrhundert? Nein, also man hat ja noch keine Analytik, man konnte den Gehalt nicht bestimmen. Also das war einfach, man merkte, es wirkt zum Teil zu stark, zu schwach, ist sehr abhängig auch von Temperatur und so weiter. Nein, aber das war ein großes Problem, man kannte den eben nicht, man konnte ihn vielleicht einschätzen, aber bekannt noch nicht, nein. Nochmal vielen herzlichen Dank für diese umfassende, exzellente Übersicht.